Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Seltsame Geschehnisse scheinen hier im Landtag zu passieren. Unheimliche Verwandlungen in der CDU-Fraktion geben Anlass zur Sorge. Da treffen sich morgens Abgeordnete als Dr. Jekyll und verfassen einen schönen Antrag mit dem Namen Freizügigkeit klug gestalten, Not sehen, wirksam helfen. Ein Antrag mit klarem Appell an die Willkommenskultur, um dann beim Abend als Mr. Hyde den Antrag Freizügigkeit gestalten, Schlepperbanden und Missbrauch bekämpfen zu Papier zu bringen. Die beiden Anträge zusammen sind schizophrene Politik. Politik à la Frau Merkel, die vorgibt, auf alles eine Antwort zu haben. Und da kommen Sie mir auch bitte nicht mit Fördern und Fordern, das hat schon mal nicht geklappt. Meine Damen und Herren, der Antrag Not sehen, wirksam helfen zählt Maßnahmen und Leistungen auf, die im Sinne einer gelingenden Integration wichtig sind. Allerdings vermissen wir ein klares Bekenntnis zur Arbeitnehmerfreizügigkeit. Aber die CDU hat vor 2 Monaten bereits deutlich gemacht, dass sie die Arbeitnehmerfreizügigkeit als Grundlage einer Willkommenskultur ablehnt, so wie übrigens der Rest dieses Hohen Hauses. Dem nicht genug, ihr Schlepperbandenantrag spielt mit den diffusen Ängsten und Unsicherheiten, die in der Bevölkerung beim Thema Ausländer vorhanden sind. Es ist ein Antrag frei nach dem Stammtischmotto: Endlich tut mal jemand was gegen diese ganzen kriminellen Ausländer. Aber schauen wir uns den Antrag etwas genauer an. Im ersten Beschlusspunkt stellen Sie fest, dass es Kommunen gibt, die besondere Hilfe benötigen, damit Integration gelingt. Diese Hilfe hat die Landesregierung zu spät geleistet. Sowas kann man als Opposition sicher feststellen lassen. Um diese Hilfe mit Inhalt zu füllen, stellt wiederum Ihr Antrag Not sehen, wirksam helfen eine gute Basis dar. Mithilfe der 200 Millionen Euro für die betroffenen Kommunen, die die Staatssekretäre der Bundesregierung beschlossen haben, werden unsere Kommunen die Aufgabe bald besser angehen als aktuell. Meine Damen und Herren, auch wir sprechen uns für eine Öffnung der Integrationskurse aus. Auch wir begrüßen es, wenn die Beschulung von Zuwandererkindern derart optimiert wird, dass bereits zum nächsten Schuljahr ein Konzept für die Beschulung vorliegt. Darüber hinaus wäre es begrüßenswert, das steht jetzt natürlich nicht in Ihrem Antrag, wenn die Zahl der Integrationslosen aufgestockt würde, sodass Migranten nicht mehr von skrupellosen Banden abgezockt werden können. Ich hoffe, es ist dann völlig normal, dass Menschen, die kein Wort Deutsch sprechen, mit perfekt ausgefüllten Anträgen auf dem Amt erscheinen und Kindergeld oder einen Gewerbeschein beantragen. Etwas, was Herrn de Maizière ja aktuell stark verwundert. Besonders möchte ich noch auf Beschlusspunkt 4a in Ihrem Antrag Not sehen, wirksam helfen aufmerksam machen. Hier sprechen Sie sich für mehr Aufklärung aus. Sie werben für mehr Verständnis von unterschiedlich geprägten Lebensweisen. Eine Forderung, die wir bereits in der letzten Haushaltsdebatte gestellt haben. Umso unverständlicher ist der Antrag aus der finsteren rechtskonservativen Ecke Ihrer Fraktion. Beschlusspunkt 2. Hier geht es um die EU-Freizügigkeit. Am 20. Februar dieses Jahres debattierten wir den Antrag von CDU und FDP. Landesregierung muss Hilfen für von Armutszuwanderung betroffene Städte leichter zugänglich machen. Die Kollegin Serap Güler sagte damals, ich zitiere, der Satz, wer betrügt, der fliegt, war keiner, den sich hier auch nur ein Integrationspolitiker zu eigen machen würde. Und dann setzen Sie unter Namen unter so einen Quatsch, ernsthaft, ich sage Ihnen, in einem freien und demokratischen Europa sollte sich weder das Aufenthaltsrecht von EU-Bürgern zur Arbeitssuche befristen lassen, noch sollten EU-Bürger abgeschoben werden, noch sollten wieder Einreiseverbote ausgesprochen werden. Auch der innenpolitische Sprecher der Grünen, Volker Beck, kritisiert solche Vorschläge als Rechtsbrüche mit Ansage. Wir nennen das die sukzessive Aushebelung der Freizügigkeit. Sie nennen es, das Boot ist voll und wer betrügt, der fliegt. Im nächsten Absatz ist die unheildrohende Rhetorik auf dem Höhepunkt angelangt. Wir hören von zunehmenden Zahlen bei den Scheingewerben, großen Problemen, ja von zunehmenden Fluten und überforderten Kommunen. Haben Sie den Zwischenbericht der Staatssekretäre richtig gelesen? Offensichtlich nicht.
Wenn Sie sich exemplarisch die Zahlen von zwei Städten anschauen, so sehen Sie, dass zum Stand Oktober 2013 in Duisburg exakt 11 und in Dortmund exakt 14 selbstständig Gewerbetreibende aus Rumänien und Bulgarien sogenannte Aufstocker waren. Wie man da von einer Flut sprechen kann, erschließt sich mir wahrlich nicht. Frau Kollegin Brandt, Herr Kollege Biesenbach würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Bitte. Frau Kollegin Brandt, ich will Sie gar nicht bitten, die lockeren Behauptungen mal mit Tatsachen zu untermauern, da würde nicht viel kommen. Ich würde von Ihnen nur gerne wissen, sind Sie mal in einer Kommune gewesen und haben sich dort mal umgesehen oder mal mit Menschen unterhalten oder mit den Kommunalpolitikern? Nennen Sie uns eine Kommune, aus der Sie sagen, da war ich, habe mich informiert und auf der Basis gebe ich hier mein Statement ab. Duisburg. Vielen Dank. Wir nennen das Populismus auf dem Rücken der Schwachen. Sie nennen das Boot ist voll und wer betrügt, der fliegt. Und auch beim Kindergeld steigen Sie wieder mit den übertriebenen Mutmaßungen ein. So heißt es, es mehren sich Klagen. Von den Staatssekretären kommen solche Klagen jedenfalls nicht und auch in der gängigen Presse ist davon nichts zu hören. In Duisburg übrigens auch nicht. Ganz zu schweigen von den Zahlen, die das auch nicht belegen. Gut, mit der Steueridentifikationsnummer als Maßnahme kann man sicher noch leben. Eine gewisse Kontrollmöglichkeit muss sicher gegeben sein. Aber verraten Sie mir bitte mal, wo diese Menschen, die aus schlimmen Verhältnissen zu uns einreisen, eine Taufe- oder Geburtsurkunde herhaben sollen. Die haben in den allermeisten Fällen keinen wohl sortierten Aktenordner mit Unterlagen bei sich. Das Befristen von Kindergeldzahlungen und die Androhung der Wiedereinreisesperre suggerieren dem Bürger zudem eine große kriminelle Energie, die nicht durch Zahlen belegt ist. Angenommen, alle Bulgaren wären Verbrecher und somit alle 958 in Bulgarien lebenden Kinder wären konspirativ frei erfunden. So reden wir von Kosten für den Staat, die im Vergleich zu den Steuerbetrügermilliarden geradezu lächerlich sind. Wir nennen das, mit Verlaub, Frau Präsidentin, populistische Kackscheiße. Sie nennen das, wer betrügt, der fliegt. Wenn Sie wollen, dass die Rechten nicht bei AfD oder pro NRW, sondern bei Ihnen ihr Kreuz machen, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Die Folgen dieser populistischen Rhetorik können Sie der Studie von Amnesty International entnehmen, wonach 80% der Deutschen denken, dass Roma entweder kriminell sind oder Leistungsmissbrauch betreiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Sie sind sich darüber bewusst, dass Sie einen unparlamentarischen Ausdruck, der hier nicht üblich ist und nicht gestattet ist, verwendet haben. Sie wissen, dass das dann auch einen Ordnungsruf nach sich zieht. Den habe ich hiermit ausgesprochen. Und mit diesem Ordnungsruf hat dann Herr Minister Schneider für die Landesregierung das Wort.